Sei ganz herzlich gegrüßt, liebe Waage. Dein Jahreshoroskop steht zur Verfügung für das Jahr 2019 und ich freue mich, es jetzt für dich zu sprechen. Natürlich auch der Spruch des Jahres. Auch in diesem Jahr sind Pluto und Saturn sehr mit dir beschäftigt. Du bekommst göttliche Fügungen von Jupiter und der Heiler Chiron gibt dir auch wichtige Anstöße. Ja, liebe Waage und liebe Waage-Aszendenten, bei dir arbeiten immer noch die Planeten Saturn und Pluto an deinem Transformationsprozess. Und dieser konzentrierte Spannungsaspekt steht schon seit einiger Zeit, also auch seit Januar 2018, zu deiner Sonne jetzt so platziert. Beide Planeten fordern von dir weiterhin Klarheit, eindeutige Bekenntnisse und natürlich Entscheidungsfähigkeit. Saturn hat die Aufgabe, alles auf Herz und Nieren zu prüfen. Pluto hat die Aufgabe, das, was eben nicht mehr zukunftsträchtig ist, vollständig abzureißen, damit etwas Neues entstehen kann. Es bleibt damit nichts an der Oberfläche. Du bist also weiter aufgefordert, dein großes Harmoniebedürfnis gut zu hinterfragen und auch alle oberflächlichen Kompromisse noch einmal neu zu überprüfen. Das betrifft auch deine Beziehungen. Welche Basis steht dahinter? Was möchtest du lieber eben nicht betrachten? Und Herausforderungen sind nun mal auch anstrengend, viel anstrengender in dem Moment, wenn man ihnen entfliehen möchte. Wenn man in eine Entscheidung kommt, dann fließt natürlich auch die Energie wieder. Achte auch in diesem Jahr gut auf deine körperliche Verfassung weiterhin. Wenn du merkst, dass du zum Beispiel an deine Grenzen kommst, dann gönne dir einfach auch die wohlverdiente Pause. Und das betrifft hier ganz besonders die Waagen vom 1.10. bis zum 17.10. Vieles hatte ich ja auch im vergangenen Jahr schon zu diesem Thema angesprochen. Wenn du möchtest, kannst du auch da nochmal hineinschauen, weil da diese Themen natürlich genauso aktuell sind wie jetzt. Bloß eben halt auch für andere Geburtstage da momentan zur Debatte stehen. Und alle Geburtstage der zweiten und dritten Dekade bekommen große Unterstützung von Jupiter, unserem Glücksplaneten im Schützen. Wenn du deinem Wandlungsprozess jetzt annimmst, dann helfen dir hier die göttlichen Fügungen von Jupiter, deine Ziele auch zu verwirklichen. Und das finde ich natürlich super fantastisch. Ich weiß, wie viele Schwierigkeiten viele Waagegeborenen mit diesem Wandlungsprozess ja bisher erlebt haben und im gerade erleben. Es bringt aber mit dem Jupiter wirklich voran. Alle Geburtstage vom 23.09. bis zum 30.09. bekommen auch den Heilerplaneten Chiron geliefert. Er kann dir jetzt helfen, in deine Kraft zu kommen. Er geht hier, also es geht hier grundsätzlich erst einmal, weil er ja im Widder steht, um Selbstbestimmung und Selbstermächtigung, um Durchsetzungsvermögen. Das ist jetzt nicht unbedingt deine Waagequalität, also und das ist auch nicht einfach für dich als Waage, diese Energie jetzt zu leben. Weil Chiron im Widder steht dir genau gegenüber. Hier kannst du auf jeden Fall deine diplomatischen Fähigkeiten jetzt in Einsatz bringen, denn Chiron bleibt jetzt die kommenden 8 Jahre im Widder bestehen und das hat natürlich auch interessante Erfahrungen und Offenbarung für dich im Gepäck. Da wird einiges möglich sein, wenn du selbst deine eigenen Kräfte auch mit Selbstbestimmung in Bewegung bringst. Genaueres kannst du natürlich jetzt wieder auch erfahren zu deinen ganz persönlichen Planetenpositionen bei mir unter www.babel-roy.com. Kannst mich einfach anschreiben und wir können dann in Kontakt treten. Jetzt habe ich natürlich hier auch für dich die Zeiten der Liebe mit der Venus, was ja dein Herrscherplanet ist. Deine Liebessterne beginnen ab dem 7.1. zu strahlen. Dann wandert die Venus, dein Herrscherplanet, bis zum 3.2. in dein befreundetes Sternzeichen Schütze. Und damit ist natürlich die Liebe sehr freiheitlich zu leben. Da hat man die Möglichkeit, dann auch seine geistigen Kräfte in Bewegung zu bringen. Also viele geistige Werte stehen vorne an, Kameradschaftlichkeit steht vorne an, ein schönes Miteinander. Da hast du natürlich viele Möglichkeiten, das auch zu leben. Passt super gut zur Waage.
Vom 2.3. bis zum 26.3. steht die Venus für dich freundschaftlich im Wassermann platziert. Mit dieser Venus hast du originelle Einfälle, vor allen Dingen in Liebesangelegenheiten. Die Wassermann-Venus liebt hier das Fairplay und die Gleichberechtigung, was wunderbar zu dir natürlich auch passt. Die Freiheit will hier auch sehr gelebt werden. Vom 20.04. bis zum 14.05. steht die Venus deinem Zeichen genau gegenüber und die Liebe wird jetzt natürlich auch aufregender. Mit der Widder-Venus kannst du dich natürlich auch heftig verlieben. Ab dem 9.06. bis zum 2.07. bekommst du die Venus aus dem Zwilling geschenkt. Jetzt ist die Liebe viel leichter. Es soll spielerisch und natürlich auch fröhlich zugehen. Erwarte in dieser Zeit aber keine größeren Verbindlichkeiten. Vom 28.07. bis zum 20.08. strahlt die Venus pure Herzenswärme auf deine Waagesonne aus, denn die Venus steht im Löwen und die liebt natürlich auch den großen Auftritt und möchte natürlich sehr viel Beachtung haben. Und das steht dir natürlich in dieser Zeit auch zu. Es ist eine gute Zeit für schöne Liebesabenteuer. Vom 14.09. bis zum 8.10. steht die Venus dann noch in deinem Zeichen und du kannst jetzt alle Waagequalitäten richtig ausleben. Alle künstlerischen Aktivitäten stehen hier ganz hoch im Kurs. Ätherische Schönheit kannst du jetzt leben und du kannst natürlich jetzt viel, viel mehr deine Rolle leben. Auch du selbst kannst dich jetzt hier verschönern und einfach für dich mal richtig was tun. Auch mal ausgehen oder auch die schönen Künste zu leben, ist alles das, was die Waage Venus natürlich liebt. Vom 2.11. bis zum 25.11. steht der Liebesplanet dann wieder im Schützen. Wie es schon am Anfang des Jahres der Fall war, hast du jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, mit deiner optimistischen Grundstimmung viel Hoffnung zu verbreiten. In Liebesdingen will man jetzt mehr Freiheit und Toleranz leben, was natürlich auch zu dir sehr gut passt. Und dann haben wir vom 20.12. nochmal schöne Liebessterne für dich aus dem Wassermann. Damit hast du die Chance, ein sehr originelles Weihnachtsfest und Silvester zu erleben. Vielleicht hast du ja auch sogar im Überraschungspaket noch eine neue Liebe zu stehen. Schau einfach mal, was dir ins Leben kommt. So, jetzt habe ich für dich die Zeiten der Kraft im Jahr 2019 mit dem Mars. Vom ersten Tag an bekommst du Power-Energie aus dem Gegenzeichen Widder geliefert. Dieser Mars wird dich ordentlich pushen und verlangt natürlich auch Entscheidungskraft, wie ich das ganz zu Anfang schon erwähnt habe, und natürlich auch schnelle Handlungsfähigkeit. Das ist der Fall bis zum 14.02. Damit kannst du natürlich auch sehr viel bewegen. Vom 31.03. bis zum 15.05. steht dir der Mars aus den Zwillingen zur Verfügung. Damit sind die geistigen Kräfte sehr erhöht und du kannst natürlich auch gut geschäftliche Aktivitäten in Bewegung bringen. Deine Überzeugungskraft, die sind hier stark ausgeprägt. Da kannst du natürlich hier einige geschäftliche Dinge in Bewegung bringen. Vom 1.7. bis zum 18.8. hast du jetzt viel Kraft und kannst alles, was du willst, in Bewegung setzen. Außer dem Mars bekommst du dann auch noch Sonne und Venus. Und diese Energie fließt aktuell im August. Das ist natürlich eine tolle Phase. Vom 4.10. bis zum 18.11. steht dir der Powerplanet in deinem eigenen Zeichen zur Verfügung. Alle deine Waagequalitäten bekommen jetzt sehr viel Gewicht und nähren dein ganzes Energiefeld sehr stark. Künstlerische Schaffenskraft, Verhandlungsgeschick, Fairness und alle schönen Dinge kannst du jetzt natürlich auch mit deinen diplomatischen Fähigkeiten sehr schön auf den Weg bringen. Ja, liebe Venus, an dieser Stelle beende ich jetzt, liebes Venus-Zeichen Waage, ich beende jetzt meine Ausführung für dich, für deine Jahresvorschau und wünsche dir ein wunderbares Jahr 2019, das Merkurjahr 2019. Ja, und an dieser Stelle erwähne ich natürlich auch, dass das neue Jahrbuch
aller Wochenhoroskope 2019 auf meiner Webseite zur Verfügung steht. Ich lege dir das wärmstens ans Herz. Und du kannst das bei mir auf meiner Webseite unter www.bärbel-reub.com abrufen. Wenn du dort auf das Coverfoto klickst, kommst du direkt zu meinem Buch. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch mit den Sternen zu planen, auch deine persönlichen Planetenpositionen mal ins Verhältnis zu setzen zu den aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen. Es ist eine schöne Möglichkeit und ein schönes Handwerkszeug für das gesamte Jahr 2019. Schau einfach mal rein und ich freue mich natürlich, von dir zu hören oder auch von dir zu lesen. Und das kannst du auch jetzt in diesem Jahr wieder bei mir, deine persönlichen Horoskope, dein Jahreshoroskop, für dich, vielleicht für deine Familie oder deine Freunde, bei mir per Telefon, per E-Mail oder auch auf meiner Webseite direkt anfordern. Meine Kontaktdaten sind ja immer hier unten auf der linken Seite zu finden. Und natürlich freue ich mich wie immer über die Feedbacks, über deine Anfragen, über die Kommentare. Ich möchte immer mit euch im Kontakt bleiben und schauen, wie denn das erlebt wird, was ich hier auch in den Horoskopen, auch in den Wochenhoroskopen so an euch weitergebe. Ja, und wenn dir das jetzt hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann bekommst du immer die aktuellsten Informationen ganz schnell und unkompliziert und freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal weiterempfiehlst. Ja, und nun wünsche ich dir erst einmal alles, alles Liebe für das Jahr 2019. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Reub, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut.